Servus und grüß Gott zu diesem Video. Heute bin ich mal allein vor der Kamera. Sonst sind wir meistens zu zweit unterwegs. Heute auch mal ein anderes Format, denn heute reicht die Zeit leider nicht aus für einen Overnighter. Jedoch habe ich jetzt an einem Sonntagabend noch ein wenig Zeit gefunden, um eine kleine Wanderung zu machen. Ich bin jetzt so circa 1 Kilometer in der Wanderung schon drin. Und heute haben wir das Ziel, einfach mal ein wenig querfeldein durch den Wald zu laufen und nach ein paar Pilzen zu schauen. Hoffentlich finden wir dort ein paar. Zurzeit ist eigentlich die Pilzsaison voll im Gange und ich nehme euch dabei einfach mal mit. Ich bin heute in, ich würde mal sagen, so meinem Hauptgebiet unterwegs, wo ich, wenn ich Pilze sammle, immer unterwegs bin. Ich war hier schon mal vor ein paar Wochen. Dort war es aber dort davor schon ziemlich trocken und da habe ich nur so 5-6 Pilze gefunden. Deshalb bin ich jetzt mal gespannt, ob es heute mehr werden. So, wie ihr seht, habe ich hier gerade auch schon ein paar Meter weiter meinen ersten Pilz gefunden. Der ist zwar ein wenig älter, aber ich schneide ihn mal ab und schaue ihn mir genauer an und gucke dann, ob ich den mitnehmen werde. Meine Tools, die ich vor allem immer mitnehme, ist zum einen natürlich mein Taschenmesser, damit ich die Pilze sauber abschneiden kann und die nicht irgendwie aus dem Boden rausrupfen muss. Und wie ich die dann immer nach Hause transportiere, ist einfach so eine normale Leinentasche. Dort achte ich darauf, dass ich die Pilze vorher ein bisschen sauber mache, dass ich nicht den ganzen Dreck dann quasi mitnehme. Ich schneide den guten erstmal ab und zeige euch dann mal die Unterseite. So, meine Befürchtung ist ein wenig wahr geworden. Von oben haben wir schon an diesen Rissen und so weiter und an der Farbe so ein wenig erkennen können, dass der Pilz ein wenig älter ist. Es sieht ganz aus nach einem Rotfußröhrling. Wenn wir uns die Unterseite anschauen, dann ist dort auffällig, dass diese gelben Poren nicht mehr arg so gelb sind, sondern schon ziemlich dunkel geworden sind. Ich denke, den werde ich jetzt lieber hier in der Natur lassen, weil bei denen werde ich dann wahrscheinlich nicht verzehren. So, an diesem Ort ist sehr starker Dornenbewuchs. Wenn wir ein wenig weiter nach oben gehen, dann fängt dort eine richtig schöne Moosfläche eigentlich an. Und dort hat man die letzten Jahre auf jeden Fall immer mal wieder gut Pilze finden können. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt ist. Hier sind wir beim Fund Nummer 2. Der sieht auch schon wieder ein wenig älter aus. Ist auch ziemlich trocken, wenn man ihn anfasst. Wenn man sich die Unterseite anschaut, wurde der auch schon ordentlich zerfressen. Dort halte ich dann lieber meine Finger meistens von. Aber an den Pilzen spürt man wirklich dieses trockene Klima, was seit den letzten Jahren herrscht. Wenn man hier über diese Oberfläche drüber fässt, ist wie als würde ich auf so einem trockenen Schwamm rum. Hier sind überall Mücken. Drüber streifen, genau. Ja. Wie ihr eben gesehen habt, habe ich eben diesen Pilz hier abgeschnitten. Bei dem ist eine gewisse Verwechslungsgefahr mit einem Steinpilz. Woran man den, also es
ist ein Gallenröhrling. Woran man so ein bisschen den Unterschied erkennen kann, ist hier unten, die Poren sind so ein wenig rosa gefärbt und auch wenn man den Stiel sich mal, ja, Stiel sich mal ein wenig genauer anschaut, dann ist der so ein bisschen genattert, so ein, wie so ein Netzmuster liegt hier über dem Stiel. Das wäre beim Steinpilz auch nicht der Fall gewesen. Und deshalb lasse ich den jetzt auch hier liegen, denn der ist eher ungenießbar und sollte man nicht mit ins Essen mischen. Genau. So, wie man hier sehen kann, hier genau wieder das gleiche Spiel mit beiden Pilzen. Ist auch wieder ein Gallenröhrling. In den letzten Jahren wuchsen die hier jetzt gar nicht so, hatte ich hier gar nicht gesehen bisher. Aber man freut sich natürlich immer am Anfang so ein bisschen von der Ferne. Es könnte ein Steinpilz oder so sein. Wird dann so ein bisschen enttäuscht, aber die Suche wird ja meistens belohnt. So, wie ihr eben gesehen habt, habe ich meinen ersten verwertbaren Pilz einpacken können. Das war ein Rotfußröhrling. Hier haben wir auch noch einen. Hier neben mir, hier hinten auch noch. Der sieht auch wieder ein wenig älter aus. Deshalb schaue ich ihn mir ein bisschen genauer an. Ja, die sind wirklich sehr, sehr trocken. Das ist unglaublich. Ja, ich nehme ihn erstmal mit und ich schaue sowieso immer zu Hause nochmal über die Pilze drüber, damit ich mir auch sicher bin, dass ich keinen falschen, so ungenießbaren oder giftigen eingepackt habe. Und da kann ich dann auch wieder auswerten, welchen ich dann tatsächlich verwerte oder welchen nicht. Hier könnt ihr auch nochmal schön die Poren an dem Rotfußröhrling sehen. Das ist jetzt ein wenig größerer. Der hier sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Den packe ich an. Ja, wie ihr seht, in der Moosfläche hier lassen sich auf jeden Fall einige Pilze finden. Auf jeden Fall mehr als vor ein paar Wochen. Ich habe jetzt noch keinen Parasol oder Steinpilz gesehen, aber sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Ich schaue dann mal nach ein paar mehr. Hinten um die Ecke bin ich auch direkt fündig geworden. Ich nehme euch mal gerade mit. Hier unten auf der Kamera tarnen die sich immer ganz gut in den Herbstblättern. Aber der hier ist auf jeden Fall ein wenig jünger. Hier schaue ich mal, wie mitgenommen der schon ist. Genau. Ja,
Der sieht auf jeden Fall gut aus. Bei dem anderen hatte ich schon die Befürchtung, dass der an der Unterseite nicht mehr so frisch aussehen wird. Ja, deshalb werde ich den eher nicht mitnehmen, aber der hier sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Hier ist gerade auch noch einer. Den nehme ich auch mal mit. So. Von da unten komme ich und wir haben jetzt hier den Weg gekreuzt und wir gehen jetzt mal hier in das Waldgebiet oben und schauen dort noch ein wenig. Ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause, weil dieses Wochenende, boah, überall Mücken hier, ist unglaublich warm und da sollte man auf jeden Fall auch nicht am Trinken sparen. Was ich auch noch ziemlich wichtig finde, natürlich kann jeder Pilze sammeln, wie er möchte, jedoch, boah, überall die Mücken. Jedoch habe ich mir früher mal Regeln aufgestellt, die ich mir immer so ein bisschen bei meinen Trips mitnehme. Zum Beispiel habe ich so meine 4-5 Sorten an Pilzen und ja, dort weiß ich auch zu 100%, wenn ich den Pilz sehe, dass er essbar ist und genießbar. Und so gehe ich halt auch nicht die Gefahr ein, dass ich dann irgendeinen Pilz mit nach Hause nehmen und dann esse, wo ich irgendwie mir nur zu 75% sicher bin, dass er essbar ist und dann am Schluss ist es doch ein schlechter Pilz gewesen. Deshalb würde ich euch empfehlen, wenn ihr damit startet, dann kauft euch vielleicht einen Pilzführer oder so, so ein kleines Büchlein und sucht euch da erstmal so 3 Sorten aus, die ihr euch genauer anschaut und dann ja, lauft ihr halt auch nicht irgendwie in diese Gefahr, dort was Falsches zu essen. Und wenn ich Pilze sammeln bin, dann versuche ich natürlich nicht jetzt die großen Mengen zu sammeln, sondern habe hier immer meinen kleinen Beutel und sammle da ein paar Pilze, die ich dann auch auf jeden Fall verzehren werde, weil es gibt natürlich auch noch andere Menschen, die Pilze sammeln möchten und den ganzen Wald dann auszurauben, finde ich auch so ein bisschen die falsche Einstellung. Ja, aber wie gesagt, da kann jeder eigentlich das so angehen, wie er möchte, aber wollte ich einfach mal so mit auf den Weg geben. Wenn es jetzt um die Overnighter geht, kleiner Themenwechsel, freue ich mich auf jeden Fall schon ganz schön auf den Winter. Jetzt im Sommer, wenn man immer diese langen Wanderungen macht, dann schwitzt man natürlich ziemlich stark unter diesen großen Rucksäcken und insgesamt habe ich mir letztens die Youth Pro Delta UL 4.0 gekauft, die Winterjacke. Da bin ich mal echt gespannt, da würde ich mich sogar auf Minusgrade freuen, weil ja, das letzte Jahr haben wir auch bei so minus 10 Grad mal einen Overnighter gemacht. Noch nicht wirklich eine immense Winterjacke dabei gehabt, eher so ein Zwiebelprinzip gemacht. Da hat man sich auf jeden Fall einen abgeschwitzt, deshalb freue ich mich da auf jeden Fall schon drauf. Und ja, wenn ihr die zukünftigen Overnighter oder auch so Wanderungen wie heute sehen wollt, dann abonniert auf jeden Fall gerne den Kanal, dann verpasst ihr das Ganze auch nicht. So, weil die Zeit bei mir ein bisschen drängt und
Hier oben scheinen auch nicht so die Pilze zu wachsen. Das war wirklich unten bei dem Moos um einiges besser. Mache ich mich so langsam in Richtung Heimweg, in Richtung Auto. Und ja, ich nehme euch noch ein wenig mit. Wird bestimmt noch ein bisschen schöne Landschaft, schöner Wald zu sehen sein. Und vielleicht findet sich noch der ein oder andere Pilz. Wir haben jetzt natürlich nur von der einen Sorte welche gefunden. Finde ich soweit aber auch nicht schlimm. Ja. Ich halte mal gerade meine Hand daneben. Die sind schon ordentlich, sind natürlich jetzt schon ein bisschen älter. Ich schaue mir die jetzt mal genauer an und ja, vielleicht werde ich einen mitnehmen, vielleicht auch nicht. So, ich habe die beiden hier mal abgeschnitten. Hier kann man ganz gut erkennen, dass es sich um Hexenröhrling handelt. Wenn man die nämlich abschneidet, werden die, ja, sieht fast aus wie Tinte, laufen die dann direkt blau an. Gutes Zeichen, packe ich ein. Das war nochmal ein guter Fund, richtig groß, die beiden Pilze, die kann man auf jeden Fall gut verwerten. Ich muss mir nochmal anschauen, ob die dann irgendwelche Stellen haben, die man nicht, am besten nicht mit isst, aber das schaut man dann zu Hause. Wenn ich jetzt keinen Pilz heute gefunden hätte, wäre das trotzdem ganz erfolgreich gewesen, weil ja, beim Pilze sammeln ist man ja immer schön in Bewegung, ist in der Natur und ist auf jeden Fall ein ganz guter Ausgleich zum Alltag. Also ich werte das jetzt gar nicht so arg danach, wie viel ich dort finde. Aber es ist ein ganz netter Zusatz, dass man trotzdem welche gefunden hat. Dabei handelt es sich um ein Parasol. Das kann man zum einen an der weißen Farbe erkennen, aber ist noch kein Alleinstellungsmerkmal, sondern hier diese dunklere Stelle und dann geht das hier so ja, im Schuppensystem so ein bisschen immer zur Seite auf dem Schirm bis zum Rand. Und hier unten sind Lamellen, wie ihr seht. Und so ein Ring, der beweglich ist. Genau. Hierzu kleiner Tipp, wenn man die sich mal selber anfertigen will. Paniert, wie so ein Schnitzel, schmecken die echt gut. Wir sind jetzt hier wieder beim altbekannten Startpunkt angelangt. Für mich geht es jetzt nur wieder zurück. Ich verlasse jetzt gleich auch den Wald. Ich bin jetzt so 2,5 Kilometer gewandert. Es geht jetzt auch noch einen Kilometer zurück. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir haben auch ein bisschen Beute gesammelt. Dort werde ich gleich auch nochmal zum Schluss einen Shot einblenden, wo man nochmal alle Pilze irgendwie auf dem Tablett oder so gesammelt sieht. Die werde ich auf jeden Fall verkosten. Und wir sehen uns dann hoffentlich demnächst auch wieder bei einem Overnighter zu zweit. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann ab in die Kommentare damit und könnt auch gerne ein Abo dalassen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Dann würde ich sagen, Servus und grüß Gott. So, hier nochmal die versprochene Auswertung der Pilze, die wir gefunden hatten. Und ich war am nächsten Tag auch nochmal Pilze sammeln in einem anderen Gebiet. Da habe ich auch nochmal andere Sorten gefunden. Nochmal zu den Pilzen, die wir im Video gesehen hatten. Dort hatte ich ja erst die ganzen Pilze in dem Moosgebiet als Rotfußröhrlinge identifiziert. Zu Hause habe ich dann aber festgestellt, dass sich doch um
Maronen handelt. Hier sieht man auch nochmal den ganz guten Unterschied. Rechts habe ich jetzt einen Rotfußröhrling. Sieht tatsächlich so an sich gar nicht so unterschiedlich aus, aber am Stiel kann man hier beim Rotfußröhrling eine gewisse rote Färbung sehen und der Hut sieht einfach nochmal ein wenig anders aus. Genau, aber mir war auf jeden Fall klar, dass es ein essbarer Pilz ist. Hab ihn jetzt einfach draußen mit einer Marone verwechselt. Hier sieht man auch nochmal die Hexenröhrlinge. Die sind jetzt über den Abend, über den Tag angelaufen. Haben jetzt überall diese Färbung. Dann habe ich am nächsten Tag auch nochmal hier diesen großen Steinpilz gefunden. Genau, der ist auch jetzt unten schon, weil er älter ist, ein wenig gelb. Ich finde den Geruch von denen immer sehr, sehr, sehr ansprechend. Zusätzlich, was ich dann noch gefunden hatte, waren hier die zwei kleinen Hexenröhrlinge und hier diese Rotkappe. Hatte ich tatsächlich vorher auch noch nicht oft gefunden, aber genau deshalb hatte ich mich da auf jeden Fall auch gefreut. Und genau dann hier rechts hatte ich noch einige Pfifferlinge gefunden.